Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Rechtsanwalt. Ich habe heute meinen Freund und Kollegen Jochen Resch eingeladen. Hallo Jochen. Hallo Alex. Es geht wieder um den VW-Abgasskandal. Wir haben ja zuletzt, glaube ich, vor Weihnachten darüber gesprochen. Ihr habt eine Strafanzeige gemacht für VW-Fahrer in Österreich. Für VW-Dieselfahrer. Dieselfahrer. Also bei Benzin gibt es doch keine Probleme, oder? Nein, deswegen immer Diesel. Also das heißt, der VW-Dieselskandal, der nimmt ja kein Ende. Es wurde eine Riesenklage eingereicht, ja, in Wolfsburg, 13.000 Fälle. Sammelklage, Musterverfahren, wie auch immer. Also es wird da sicherlich einiges passieren oder auch nicht. Ich habe meine Zweifel daran, dass es in Wolfsburg funktioniert. Nein, wir gehen einen anderen Weg. Volkswagen ist ja ein internationaler Konzern. Es gibt eine zentrale Rolle im Volkswagen-Konzern durch die Porsche Holding. Mhm. Die Porsche ist ja die Gründerfamilie mit den Peers zusammen. Mhm. Und die Porsche Holding hat ihren Sitz bei Salzburg. Österreich. In Österreich. Und was ist daran jetzt so toll? Also außer dass Salzburg ist sehr schön, wir fahren mal zum Skifahren in deiner Nähe. Ja, das wäre ein Aspekt, aber das ist nicht strafbar, dass du das schön findest. Also musst dir keine Gedanken machen. Noch nicht strafbar. Also in Österreich gibt es ein sogenanntes Unternehmensstrafrecht. Und das Unternehmensstrafrecht ist eben anders als hier. Da darf natürlich ein Unternehmen auch keine strafbare Handlung begehen. Volkswagen hat es ja zugegeben, dass da die Abgaswerte manipuliert worden sind. Aber da werden Ermittlungen gegen den Vorstand gemacht in Deutschland. Und hier bei dem Unternehmensstrafrecht in Österreich bedeutet es, dass gegen das Unternehmen als solches. Warum macht das jetzt einen Unterschied? Nein, ein Riesenunterschied, weil natürlich ich gegen das Unternehmen als solches ganz andere Möglichkeiten habe. Zum Beispiel habe ich andere Haftungsansprüche. Eine Einzelperson kann ich natürlich bei Milliardenschäden möglicherweise auch mal in den Abgrund treiben, in den finanziellen. Die Porsche. Wenn er dies vor allen Dingen noch vorher günstig auf jemanden. Kann alles sein, richtig, alles so. Aber hier bei dem Unternehmensstrafrecht habe ich das Unternehmen, das dann verurteilt wird, hier wegen Abgasmanipulation, Umweltbeeinträchtigung und so weiter. Also es gibt nach dem österreichischen Strafrecht eine Reihe von Paragraphen, die hier in Betracht gezogen werden können. Und wenn es zu einer Verurteilung kommt, dann kann man als, das nennt sich Beteiligtenanschluss. Mhm. Ja, man kann sich also dann als VW-Dieselfahrer auch aus Deutschland an diesem österreichischen Strafverfahren beteiligen. Also die Beteiligungstäterin ist also dann die Porsche Holding, die eine zentrale Rolle spielt. Warum Porsche? Ist ja die entspannende Frage. Warum Porsche? Die Porsche Holding hat eine zentrale Rolle in dem ganzen Vertriebssystem von Volkswagen, für alle Volkswagen-Marken. Das ist der wichtige Punkt. Für alle Volkswagen-Marken in ganz Deutschland ist meistens die Porsche Holding die zentrale Funktionsträger. War interessant in dem Zusammenhang, kleine Abschweifung, bei der ganzen Air Berlin-Geschichte, Niki und so weiter, da wollten die ja für Niki auch, soweit ich das verstanden habe, das Insolvenzverfahren schön in Deutschland durchführen, müssen jetzt aber auch nach Österreich. Ja. Und ich sag mal, Österreich scheint insgesamt da verbraucherfreundlicher in der Gesetzgebung zu sein. Sprich, zum einen hier im Insolvenzverfahren offensichtlich günstige Regelungen zu haben für die Betroffenen und, wenn ich es richtig verstehe, ja bei dir hier auch eigentlich verbraucherfreundlichere. Ja, es gibt in Österreich neben diesem Strafverfahren, das wir mit unseren deutschen Mandanten in Österreich jetzt eingelegt haben, gibt es auch Zivilklagen in Österreich vor den unteren beiden Instanzen. Das oberste Gericht, also das höchste Gericht in Österreich, hat noch nicht entschieden. Da hängen die Verfahren noch. Mhm. Das sind aber die zivilrechtlichen Klagen, ob man Schadensersatz bekommt, wenn man einen Volkswagen Diesel bzw. der Dieselmarken bekommen hat. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal auf was anderes hinaus. Wenn du würdest das gar nicht jetzt noch nicht so allgemein sagen, dass Österreich einen besseren Verbraucherschutz hat, einen gesetzlichen als wir. Nee, also es sind jetzt spezielle Fälle, das die beiden, Fälle, jetzt, wo wir lieber nach Österreich wollen. Gut, okay, da kann man nicht, wurde ja gleich wieder der neuen Bundesregierung, die ja gerade im Schweiße viele Angesichter geschmiedet wird, gleich ein Programm mitgeben, aber das können wir so nicht sagen. Nein, das will ich kein abnehmen. Modell Österreich. Nein, es gibt da interessanterweise der frühere Vorsitzende der VKI, das ist eigentlich die Verbraucherzentrale, wo wir einen besonderen Rat haben, der ist jetzt als selbstständiger Abgeordneter gewählt worden und ist so als Recherche und interessiert daran, als Parlamentarier jetzt solche Dinge zu machen. Auch wer ist das? Kolber heißt er, Herr Kolber. Eine Sammelklage
zu machen. Also nicht dieses deutsche Musterverfahren, ja, was es ja nur für Kapitalanleger gibt, aber nicht im Bereich von solchen Massenschäden. Also da ist man an der Stelle vielleicht ein bisschen weiter, aber mal sehen, was wird. Die österreichische Regierung muss sich ja erstmal einrichten und mal sehen, was denn die für die Verbraucher tut. Ah, spannend. Okay, gut. Sagst du Bescheid, dass wir dann gleich immer, das ist immer gut, wenn wir irgendwo hin zeigen können und sagen können, wie bei Mobbing, ja, überall in Europa, ja, und nur hier in Deutschland. Ich finde, kann man den Politiker mal besser unter Druck setzen. Ja. Gut, machen wir hiermit weiter mit dem Thema, wie ist das jetzt, wenn ich mich da, vorausgesetzt, das klappt dann alles, anschließen will. Wie ist das kostentechnisch? Was muss ich da beachten als diese Fahrer? Sollte die Klage, diese Anklage nicht zu einer Verurteilung führen, dann verliert man nichts. Also es ist nicht so, dass man eine Klage einreicht wie im Zivilverfahren und dann hat man die ganzen Prozesskosten zu tragen. Es gibt eigentlich nur den Grundsatz, man hat Erfolg, dann ist man dabei. Oder das Ganze sollte scheitern, was ich natürlich ausschließen kann, aber auch da sind die österreichischen Strafbehörden, glaube ich, ebenso gut oder besser ausgestattet wie in Deutschland. Da gibt es dann natürlich ein geringes Prozessrisiko. Wir würden dann später ein Erfolgshonorar vereinbaren, wenn das Ganze zum Erfolg kommt. Ich meine, in Deutschland ist ja Erfolgshonorar immer nur begrenzt möglich für uns Anwälte, nicht unmöglich, aber begrenzt möglich. Und da musstest du dich ja trotzdem nach deutschem Recht richten, jetzt als Anwalt selbst. Also das heißt, es gibt solche Modelle, die wir da durchführen können. Okay. Und wenn man von dem Erfolgshonorar abgesehen, kostet sonst irgendwas? Es gibt eine Aufwandsentschädigung, die wir nehmen müssen. Das ist natürlich der Aufwand eher ganz erheblich, den wir da haben, aber das ist alles überschaubar. Ja, auf jeden Fall. Weil es auf so viele sich teilt. Weil genau. Sehr viel günstiger, als wenn wir das hier nach der normalen Gebührenordnung abrechnen. Nehmen wir jetzt mal an, einer würde das jetzt machen wollen von den Zuschauern. Was sollte der denn tun? Wie sollte der jetzt vorgehen, wenn er jetzt sagt, ja, ich bin auch Dieselfahrer da, ich würde was machen? Also jetzt können wir noch eine Stunde reden, aber ich würde mal sagen, der soll mal auf unserer Internetseite schauen und da bei Google einfach nochmal Resch eingeben, dann ist man sofort da. Nee, wir haben auch unten immer in den Videos einen Link auf Jochens Seite. Also da ist genau erklärt, was man tun kann, wie man beitreten kann, Formulare da. Also, aber ich glaube, die wichtige Botschaft ist, es ist was Neues. Also nicht die alten Wege, Zivilklagen, sondern wir haben eine Strafanzeige in Österreich gegen den Volkswagen-Konzern beziehungsweise gegen die Porsche Holding, die eben den Porsche-Konzern weitgehend repräsentiert. Danke dir, Jochen. Wir bleiben am Ball beim Dieselskandal und werden natürlich immer fortlaufen. Wenn wir uns treffen, sprechen wir eigentlich jedes Mal über den Dieselskandal, weil das auch hier für die Zuschauer in meinem Kanal sehr interessant ist. Ja, gerade gelesen, dass wenn tatsächlich das Fahrverbot kommen sollte, am 22. Jahr eine wichtige Entscheidung vom Bundesverwaltungsgericht, dann sind 1,4 Millionen Autofahrer und Lastwagenfahrer davon betroffen. Also das heißt, ich weiß gar nicht, wie die Logistik in großen Städten funktionieren soll, wenn alle Lieferwagen nicht mehr in die Stadt fahren dürfen. Ja, oder wenn die ganzen Städte haben ja selber fast nur diese Mist selber gekauft. Okay, sonst wäre es wahrscheinlich schon viel härter. Wird gut. Spannendes Thema werden. Danke, Jochen. Gerne. Danke für die Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Mal. Abonnieren Sie gerne den Kanal und Jochens Kanal. Er hat einen eigenen Kanal noch, spezialisiert auch auf die ganzen Kapitalsachen. Hier, wenn er zu Gast ist, sprechen wir immer nur über einzelne ausgewählte Themen. Aber wer jetzt Schiffsfonds und alles Mögliche gekauft hat, kann bei Jochen gucken, wie es wieder los wird. Hätte ich jetzt fast gesagt, das kann man ja nicht. Aber wie man da halbwegs vielleicht aus der einen oder anderen Pleite noch rauskommt. Oder wo es ihn nicht lohnt und wo man dann auch kein Geld mehr hinterherwerfen muss. Das ist ganz wichtig. Danke. Gerne. Tschüss.